Hallo Leute, es geht weiter mit The Walking Dead und dem schrecklichen letzten Vorfall, dass Larry von Kenny getötet wurde. Und jetzt sprechen wir mal mit Lily. He's still alive, Lee. He's still alive. Kenny hat versucht, uns zu helfen. Du musst an deine eigenen... Larry war ein guter... Kenny, he made a bad call. It was premature for sure, but he was trying to keep us safe. Bullshit. He cares about keeping his family safe. He doesn't give a shit about you and me. He puts his family first, sure. Just like Larry did. Können wir nochmal mit ihr reden? Please. I need to be alone. God knows you deserve time to grieve, Lily. Mist. Es ist voll schlimm. I'm sorry, Lily. Sehr schlimm. Aber wir müssen unbedingt hier rauskommen. Und zumindest stellt sich nicht mehr die Frage, ob Larry wieder auferstehen könnte oder nicht. Das Problem ist erledigt. Was jetzt? What now? What? You don't want to hang me up on a meat hook and leave me to rot? What I want isn't important. What I know is there's safety in numbers. You got any ideas? The air conditioner. Okay, ich schaue mich mal einfach alleine jetzt eben hier um. Kann ich da was machen? There ought to be an air duct behind this unit. Maybe big enough for one of us to fit through. Does the air conditioner come off? I think I could take it off if I had something to remove the screws. The multi-tool. Ah, das Multitool. Of course they took it. Shit. Maybe there's something else we could use. I've got a rock. Ah, a rock won't help. But a coin might do the trick. Do you have a coin? Was ist denn hier? It's not coming off that way. It's not coming off that way. Nee, das funktioniert so alles nicht. Wir brauchen unbedingt ein Werkzeug. Ja. Okay. Hat denn einer eins? Finden wir irgendwas Brauchbares, Nützliches? Muss ich mich vielleicht hier hinten nochmal genauer umgucken? I know it was necessary, but I just wish Clem didn't have to witness shit like this. I worry what it's gonna do to her. Ja, das frage ich mich auch. Wahrscheinlich einfach ein Kind, was in einer Welt wie dieser aufwächst. Die so mit Hochsicherheitsrezeptoren in ihrem Hirn dann wahrscheinlich schon durch die Gegend läuft und ganz genau einen Riecher dann besitzt für Gefahrenecken, für Zombies. Ist ja auch nicht schlecht. Während die Erwachsenen halt noch so die Erinnerung ihrer alten Welt mit sich schleppen, wird Clementine eine Frau, die dafür ausgebildet wird und erzogen wurde, dann Zombies zu töten und sich in Sicherheit zu begeben. Ja, halt, wo es ums Überleben geht. Wir brauchen was für die Schrauben, Kenny. Ich brauche eine Münze oder so etwas. Listen, I need a coin or something. It's important. It could get us out of here. Well, I got nothing. Ja, jetzt ist er irgendwie mürrisch oder so. Ich hoffe halt, dass die Freundschaft der beiden stark genug sein wird, dass Kenny uns die Entscheidung bei Lily irgendwie noch wieder verzeihen wird. Können wir sie nicht nochmal ansprechen? Please. I need to be alone. Und ich brauche eine Münze. God knows you deserve time to grieve, Lily. But if we're gonna get out of here, we need your help. And Larry's. I think I may have found a way out of here. But I need something to remove the screws on the air conditioner. If you had something I could use as a screwdriver, a coin or something. No. What about him? Look, I know this is a terrible time for it, but back at the motor inn, Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. What do you want? My blessing to loot his corpse? Your permission. Do what you have to do. Naja, irgendwann musst du auch noch mal hier raus. Gut, untersuchen wir mal Larry. Vielleicht hatte er tatsächlich eine Münze. Any
idea which pocket he keeps his change in? Guck doch einfach nach. Sie hat doch schon gesagt, er kann, darf gucken. Da, gehst du jetzt mal ran. A ring. My mother's. Don't worry, I'm not taking it. Here we go. Two quarters and a dime. Okay, dann versuchen wir das jetzt mal mit den Münzen. Just gotta remove these screws and get this unit off. Versuchen wir es mal. Ach Mensch, das wollte ich nicht. Nee, so geht's natürlich nicht, aber so. Hurry the fuck up, Lee. We don't have all day here. Ja, mal still da hinten. Ich hatte zumindest überhaupt einen Plan. Nicht drängeln hier. Ich glaube, Lee weiß das selber auch ganz gut, dass wir hier raus wollen. Wir wissen nicht, wohin er führt. Wir passen da nicht durch. Looks like it'll probably lead right into that back room. It's too small for us to fit through. I can do it. Los, schnell, du musst das nicht tun. Glaubst du, du schaffst das? You think you can do this? I'm scared. It's okay to be scared. We need you, Clementine. Okay. Oh, jetzt muss die Clementine auch noch das für uns machen. You're gonna be fine. What do I do when I get out? See if you can get to the other side of that door and open it. Hm. Viel Glück, Clementine. Armes Ding, aber hoffentlich schafft sie's. Oh, sehr gut. Are you okay? Gutes Mädchen. No, but there's a man outside. Where the hell are you going? What do you care? Kenny! Oh, der bringt uns noch in Gefahr. Lily, I'm sorry. We gotta go. I know. I just need a minute to say goodbye. Hey, we're good. Okay? This is good. Shit, he's gonna get us all killed. Stay here. Take care of Lily, okay? I will. Jetzt wird's spannend. Okay, dann wollen wir mal. God, what's wrong with these people? Heftig. Einfach nur heftig. Heftig. Da ist der Luftschacht, wo Clementine durchgekommen ist wahrscheinlich. Boah, ist das mies, echt alles voller Blut. Voll das Massaker hier. Schrecklich. Ach, ich kann mir jetzt hier eine Waffe je nachdem aussuchen, oder was? Elektroschocker? Sichel? Ich finde das alles schlimm. Kenny, sag mal, was ich nehmen soll. Sollen wir den Elektroschocker nehmen? Den Heuhaken, ist ja alles abartig. Ich wäre für den Elektroschocker oder die Sichel. Die Sichel ist natürlich leise,
schnell, je nachdem, wie man es hört, präzise und bringt einen sofort um, während der Elektroschocker vielleicht einen halt nur lähmt erstmal. Und nicht vielleicht direkt tötet. Schlimm. What the hell do you think you're doing? Getting my family back. What are you gonna do? Walk up and grab his gun? Good a plan as any. Mann. Scheiße. Soll ich doch eine andere Waffe nehmen? Ich bleib mal erstmal bei dem Elektroschocker. Eine Schrotflinte, okay. Ich versuch's gerade einfach mal. Shit! Halt dich bereit und warte auf mein Zeichen. Was machen wir jetzt? Okay. Oh Gott, ich will nicht. Er sitzt nicht mehr da. Er sitzt nicht mehr da. Wo ist er jetzt? Shit. Nein, 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 nein. Wenn er da jetzt nicht mehr ist, wo ist er dann? Schnapp dir die Waffe. Was? Nein, 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 nein. Da war nichts, wo ich mir hätte die Schnappe waffen können. Hey, da war nichts, wo ich mir die Waffe hätte schnappen können. Ja, wie denn? Oh, jetzt. Okay. Shit, das hat nicht gereicht. Nein! Nein! Sie. Oh, krass. Oha. Oh, das hat ja toll mit dem Elektroschocker geklappt. Shit. Ach, er hat mich jetzt im Stich gelassen. Sozusagen. Kenny, du Arsch. Du hättest mir mal helfen können statt Lilly. You can have me. It's how the world works now. Give part of yourself so others can live. I should fucking kill you right now. Mark wollte sich bestimmt nicht fragen. Kannibalismus? Cannibalism is not the answer. Aren't the walkers eating enough of us? You gotta keep me alive. If you kill me, the meat gets tainted. You can't eat it. You're already tainted. You ain't gonna kill me. Just like you didn't kill Jolene. You don't have what it takes. Fucking coward. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will ihn. Ich verschonen? Ich habe keine Ahnung. Er hätte mich getötet. Er hätte mir, je länger ich hier stehe, desto eher würde es kein Schwein mehr tun, ganz ehrlich. Ich verschone ihn mal. Obwohl ich ihn töten will. Oh, scheiße. This is not how the world works now. You won't make me kill you. Ja, Mann. Wir sind nette Menschen. Go. I'll cover you. Just stay here and keep Clementine safe. I'll be right back.
habe ihn verschont. Und ich find's gut. Oh oh, oh oh, oh oh, nein, 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 nein. Sie kommen. Wer hat uns beschützt? Ah, Carly. Carly! Lee? Ow. Shh. Is everyone okay? You guys have been gone way too long. Sie haben uns angegriffen. Wir brauchen eure Hilfe. They attacked us! I knew it. I told you we couldn't trust them. Shit, how many of them are there? Two left. Where? Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed him to us. Shit. Is everyone else okay? They've still got Doc and Kaja in the house, and I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kenny. Do you have a weapon? I don't leave home without it. Ben, stay close. And Lee, be careful. Kann ich nochmal zurück und mir auch noch eine bessere Waffe holen? Wäre ich eher, ich würde schnell zurücklaufen und mir die scheiß Sichel jetzt holen, statt dem blöden Elektroschocker. Nein! Oh Gott, nein. Die Kuh ist ja übrigens weg, ist mir aufgefallen. Ja, wir haben jetzt aber gar keine Waffe, Lido. Scheiße. Wir sind Katja und der Kleine. Ich habe Danny im Stall zurückgelassen. I left Danny in the bar. He got what he deserved. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt habe, aber Scheiße. Okay, sie hält die Schaff. Go, Brenda. Was mache ich jetzt? Please don't you take another step. Brenda, come on now. You know you don't want to do this. Just go away and leave.